Gut. Wunderbar. Ich bin Michael, ich bin Gründer von Flink und ich bin der festen Überzeugung, dass wir in Zukunft mit unserem Smartphone, mit unserem Handy genauso flexibel und genauso mobil sein können wie mit einem Auto. Wir haben mit Flink eine Mitfahrzentrale gegründet, die alltagstauglich ist. Das heißt, mit Flink kann man nicht nur auf Langstrecken vermitteln, so wie das die bestehenden Mitfahrzentralen machen, sondern wir können auch Mitfahrten auf Kurzstrecken vermitteln. Zum Beispiel von Darmstadt nach Dieburg, zur Uni, zur Arbeit, zu Freunden, egal wohin, mit Flink kann man diese Fahrten vermitteln, langfristig geplant oder auch spontan. Funktioniert total einfach. Als Mitfahrer gebe ich einfach ein, wo ich hin will, Adresse genau, und danach mache ich nichts mehr. Flink ist ein System für Faule. Und Flink informiert einen automatisch, wenn es einen Fahrer gibt, der einen mitnehmen könnte, der auf dem gleichen Weg unterwegs ist. Und man sieht dann, wann der Fahrer da ist, man sieht, was der Fahrer kostet und kann ihn direkt anfragen. Und als Fahrer ist es noch viel einfacher, man setzt sich nämlich einfach an sein Auto und fährt los. Und Flink ist in Navigationsgeräte integriert. Und wenn ein Mitfahrer mitfahren möchte, dann erscheint auf deinem Navigationsgerät so ein Pop-up. Und da steht dann, wenn du den Lukas mitnehmen willst, dann musst du 3 Kilometer Umweg fahren, verdienst 3,50 €, und wenn du auf Mitnehmen klickst, dann leitet dich dein Navi direkt zum Mitfahrer. Das heißt, für das Fahrer ist es ein einziger Klick, den du machen musst. Das Ganze ist eine absolute Weltneuheit. Diese Navigationsintegration hast du noch nie gegeben. Momentan sind wir in allen Navigon-Geräten für iPhone integriert. Das Flink funktioniert komplett ortsunabhängig, unabhängig von großen Städten. Du kannst von überall nach überall fahren, langfristig planen, kurzfristig planen, Langstrecken, Kurzstrecken, total egal. Funktioniert auch im Web. Und ein weiterer großes Alleinstellungsmerkmal von uns ist, dass wir Teilstrecken runter können. Also Fahrer und Mitfahrer müssen nicht am gleichen Start- und Zielort sein, sondern wir finden den Mitfahrer, der auch einfach noch nach Teilstrecken unterwegs ist, also auf dem Weg des Fahrers. Dabei steigt die Verwicklungswahrscheinlichkeit natürlich enorm an. Und wir sind jetzt seit genau 2 Wochen live, haben seitdem 15.000 Nutzer. Und eigentlich wollte ich eine ganz andere Präsentation halten, aber wir waren am Montag in der Talschau. Das ist kein Fokus. Das geht auf meine Zeit. Und außerdem sind wir seit heute, seit gestern sind wir auch im App der Woche im iTunes Store, den einfach mal vielleicht schon über uns gestolpert. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache heute eine Präsentation und sage euch 10 Punkte, wie man es schafft, in die Tagesschau zu kommen ein erfolgreiches Produkt zu entwickeln. Und 10 Punkte, wie man das einfach schafft. Der erste Punkt ist, wenn ihr in die Tagesschau wollt, wenn ihr ein erfolgreiches Produkt entwickeln wollt, dann müsst ihr ein Produkt entwickeln, das die Welt verändert. Ihr müsst eine große Vision haben, ihr müsst das tun, was eine Bedeutung hat für viele, viele Menschen. Ihr müsst etwas tun, was Lebensqualität steigert, was viele, viele Menschen anspricht. Das sollte generell einfach jedes Produkt tun, weil wenn das Produkt keine Menschen anspricht, dann wird es auch nicht erfolgreich sein. Der zweite Punkt ist, wenn du ein erfolgreiches Produkt haben willst, dann musst du groß denken, musst eine Vision haben, weil mit einer Vision sprichst du Leute an, Leute kommen auf dich zu mit dieser Vision. Unsere Vision ist, dass wir mit dem Handy genauso flexibel sein können wie mit dem Auto. Das schließt aber auch ein, dass man natürlich immer klein anfängt. Ja, wir haben auch klein angefangen, zu zweit, vor einigen Jahren. Und irgendwann wird sowas immer größer. Aber die Vision muss immer da sein. Der dritte Punkt, liebe das, was du tust. Weil wenn du eine Firma gründest und machst das nur, weil du Geld verdienen willst, dann wirst du sehr wahrscheinlich keinen Erfolg haben. Wenn du aber das machst, was du wirklich gerne machst, dann wirst du Erfolg haben. Und vor allen Dingen wirst du auch durch dieses Tal durchkommen, was du als Gründer sehr, sehr oft haben wirst. Und Leute, die nicht lieben, was sie tun, die werden in diesem Tal hinbleiben und werden einfach aufhören. Der vierte Punkt ist, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du großartige Mitarbeiter finden. Ein gutes Team macht auch aus einer schlechten Idee was ganz Besonderes, wohingegen ein schlechtes Team aus der besten Idee der Welt definitiv nichts rausholen wird. Und das A und O sind da definitiv großartige Mitarbeiter zu finden. Der fünfte Punkt ist das Gleiche, finde großartige Partner. Wir haben bei Flink arbeiten wir zum Beispiel mit der Telekom zusammen, arbeiten mit Navigon zusammen. Und wenn man solche Partner hat, hat man natürlich auch automatisch eine große Reichweite und eine gewisse Credibility. Glaubwürdigkeit. Das trägt natürlich dazu bei, dass einfach viel mehr Leute sich wirklich ernst nehmen. Sechster Punkt. Höre auf deinen Nutzer, bilde die Nutzer möglichst früh ein in deine Produktentwicklung. Schon wenn du Ideen hast, rede mit den Leuten. Und wenn du dann ein Produkt gelauncht hast, rede noch mehr mit ihnen, weil die Nutzer
kommen manchmal noch denen, die wirst du im Traum nicht haben. Ja? Die wissen immer mehr, wir wissen immer besser über dein Produkt Bescheid, als du selbst weißt, weil jetzt irgendwann so eine Betriebsblindheit ist. Siebter Punkt, arbeite agil, arbeite iterativ, versuche möglichst früh eine fertige Version von deinem Produkt zu haben, die man testen kann, die man dann verbessern kann, die man einfach kontinuierlich immer besser macht, um die zur Perfektion zu treiben. Nur so kann man ein Produkt entwickeln, was wirklich, wirklich gut ist. Der achte Punkt. Stell einen Designer ein. Designer wird Apple nicht lieben, aber Design hat auch natürlich nichts mit Gestaltung zu tun, sondern hat auch was zu tun mit Bedienbarkeit, mit Benutzbarkeit. Und du kannst die coolste Technik der Welt haben, wenn dein System niemand bedienen kann. Und deswegen ist Design einfach ein ganz, ganz großer und wichtiger Punkt bei Produkten. Neunter Punkt, steh auf, vor allen Dingen dann, wenn du gerade in diesem Tal bist, dass du haben wirst als Gründer, das automatisch kommt, weil es ist nicht immer alles rosig und juhu, sondern du hast automatisch immer dieses Tal. Und der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Gründer ist einfach, dass der gute Gründer durch dieses Tal durchkommt oder durch diese Täler. Wenn ich ehrlich bin, und einfach wieder aufsteht. Und der zehnte Punkt, finde selbst das alle, wenn du eine gute Idee hast, dann mache, setz dich um und probier es einfach aus, weil du kannst lange darüber reden, aber dann wird es nie was, sondern du musst einfach anfangen, musst es ausprobieren und musst einfach machen und dann wirst du auch Erfolg haben. Nicht unbedingt über wirtschaftlichen Erfolg, aber privaten Erfolg. Ja, und das Coole ist, die 10 Punkte haben bei uns funktioniert. Was auch funktioniert, ist Flink. Also uns gibt es seit 14 Tagen den Screen, ihr könnt ihn leider nicht lesen, Mühltal nach Münster, das sind drei echte Fahrer, Montagmorgen, oder das ist nicht weiß, Mühltal ist irgendwie so ein Dorf hinter Darmstadt und Münster ist ein Dorf hinter Dieburg, also das ist wirklich komplett adressgenau, funktioniert wunderbar, wenn ihr am Montag von Mühltal nach Münster möchtet, dann könnt ihr das mit Flink nutzen. Und das Coole ist, Flink funktioniert nicht nur auf dem iPhone und im Navigon, sondern funktioniert auch ganz normal im Web, wer also kein Smartphone hat, darf das auch gerne im Web nutzen, legt regelmäßige Fahrten an, nutzt Flink, helft uns eine Fahrtenbasis aufzubauen. Denn dann können wir die Mobilität verändern und können viele, viele Fahrten vermitteln. Android wird es demnächst übrigens auch bald geben, bevor die ersten Fragen, wir sind nicht nur auf dem iPhone unterwegs. Würde mich freuen, wenn ihr Flink nutzt und uns einfach weiter erzählt. Wir kommen aus Dieburg, das ist immer an der Hochschule, haben mittlerweile 12 Mitarbeiter und wollen die Mobilität verändern. Und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht demnächst mal zusammen fahren.